Ganz herzlichen guten Morgen. Für die, die es nicht wissen, ich bin der Sven Spöri, bin Jugendleiter hier in der Gemeinde. Und ich habe mich mega gefreut auf den heutigen Morgen. Nicht nur, weil ich die Predigt schon länger geschrieben habe, sondern auch, weil es meine erste Predigt ist, die Dirk Maske annimmt. Und jetzt endlich sehe, ob ihr überhaupt lacht oder immer nur beginnt. Genau, darum habe ich mich wirklich gefreut. Und wie der Matthew gesagt hat, muss ich die, die sich gefreut haben auf unsere Predigtserie, natürlich charismatisch enttäuschen. Es ist leider eben heute, geht es nicht um das Thema. Als ich die Predigt, oder als ich angefragt wurde für die Predigt, letztes Jahr habe ich gesagt, ja, mal, ich habe dann ein Fach, das ich eine Predigt muss haben in meinem Studium. Ich mache ja ein Studium, ein Theologiestudium, werde mal Pastor. Und habe gesagt, ja, mal, das geht so Hand in Hand. Aber wie das alle selber kennen, manchmal geht es eben auch gleich nicht so auf, wie man das geplant hat. Und so haben wir die Verse müssen ziehen und nicht selber auslesen. Und so habe ich einen Vers aus dem Philipperbrief gezogen und werde euch etwas von dort erzählen. Aber auch das hat ein bisschen mit charismatisch sein zu tun. Charismatisch sein heisst ja unter anderem ein Mensch mit einer positiven Ausstrahlung und einem gesunden Optimismus zu sein. Und darum seid gespannt, wo ich euch jetzt herführe. Aber zum Start möchte ich euch eine Frage stellen, nämlich was in der heutigen Zeit leuchtet so hell wie die Sterne am Himmel? Ihr dürft drauf los. Ich rufe, was euch da in den Sinn kommt, was so hell kommt. Taschenlampe, Strassenlampe, Satelliten, der Mond, Sonne und vielleicht hier auf der Welt noch etwas, das leuchtet. Der Scheinwerfer, Kerzen. Ja, Jesus, wir selber. Genau, jetzt schauen wir, ob da etwas kommt. Genau, ich habe da auch etwas gedacht. Da sind wir so Stars in Sinn gekommen. Ich kenne nicht alle, aber das ist gleich. es gibt ja so Sterne in Amerika. So der Wall of Fame ist mir dort in Sinn gekommen. Und nachher das Fußballstadion, eben haben wir vorhin auch so gehört, so Lichter vom Stadion, ist mir auch in Sinn gekommen. Die NASA, Sterne, all das, was ihr auch schon gesagt habt. Und dann Olympioniken, oder da unsere Goldhelden. Genau, jetzt ist die Olympia fertig, aber es ist mir auch in Sinn gekommen. Und auch noch die Kirche als Licht der Welt. Ist mir auch in Sinn gekommen. Und um das Thema ist es auch schon am Paulus in diesem Philipperbrief gegangen. Doch zuerst möchte ich euch kurz einnehmen in den Brief, dass ihr wieder ein bisschen wisst, wo das der herkommt. Der Paulus hat einen Brief aus dem Gefängnis herausgeschrieben. Doch, was heisst da Gefängnis? Zu dieser Zeit, oder dort war er, war er in einem offenen Vollzug. Also die meisten Theologen davon aus, dass er eben doch seine missionarische Aufgabe nachgehen konnte. So wie eben auch dem Briefkontakt mit seiner geliebten Gemeinde in Philippi. Und wir wissen auch, dass es mehrere Briefe hat gegeben. Aber nur einer hat es überlebt und in die Bibel geschafft. Die anderen sind irgendwie auf dem Weg verloren gegangen. Und wie schlimm es im Gefängnis war, das kann man leider heutzutage nicht mehr sagen. Aber es war sicher nicht so gemütlich wie heute. Und ja, die Gemeinde Philippi, das war die erste Gemeinde auf dem europäischen Boden. Die erste Gemeinde in Europa. Und die Mitglieder waren, wie dann üblich, Juden gewesen, messianische Juden, also Juden, die Jesus schon anerkannt haben aus ihrem Heiland. Und Heiden, Leute aus anderen Religionen, aus anderen Volksgruppen, die zu dieser Gemeinde kommen. Und diese Gemeinde hat der Paulus seinen Brief geschrieben mit dem Schwerpunkt, das Leben auf Grundlage des Evangeliums. Aber auch die Freude ist ein sehr zentraler Punkt in diesem Brief. Viele kennen den Vers 4 aus dem Kapitel 4, wo steht: Freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Und so dürft auch ihr euch jetzt freuen auf das, was aus meinem Text rauskommt. Und vorher habe ich die Frage in die Runde geworfen, was leuchtet in dieser Welt so hell wie die Sterne am Himmel? Und da lesen wir im Philipper 2, 14 bis 16 Folgendes. Tut alles ohne Murren und Zweifel, damit ihr tadellos und lauter seid. Unbescholtene Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts.
unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt, indem ihr das Wort des Lebens festhaltet, mir als Grund zum Rühmen auf den Tag Christi, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, auch nicht vergeblich gearbeitet habe. Ihr habt gesehen, da geht es schon um die Sterne, um das Leuchten. Und im nächsten Schritt möchte ich jetzt mit euch die Verse genauer anschauen und zeigen, was ich aus dem heraus gewinnen konnte. Ja, nachdem dass der Paulus im Vers 13, also vorher, der Philipper noch Mut macht und ihnen etwas zuspricht, kommt jetzt eine Aufforderung, nämlich tut alles ohne Murren und Zweifel. Und Murren ist heute nicht mehr so ein gebräuchliches Wort. Darum musste ich mich zuerst mal schlau machen, ja, was heisst denn das Murren? Und da habe ich die Definition gefunden, steht, es bedeutet, seine Unzufriedenheit mit brummender Stimme und unfreundlichen Worten Ausdruck zu geben. Und dabei habe ich etwas denken. Ab und zu ist auch die Familie Spörig am Wandern. Und, also wirklich nur ab und zu. Und da bin ich definitiv auch bei der Murren gewesen. So, geht es noch lange? Mann, nicht mehr. Eigentlich kann ich gar nicht mitkommen, es ist blöd. Und ja, einfach so das Murren, das glaube ich alle Eltern kennen und auch jeder schon mal erlebt hat. Genau das Murren. Und etwas Ähnliches könnte Paulus damit wirklich gemeint haben. Weil das Wort kommt aus dem Alten Testament. Genauer gesagt vom Volk Israel in der Wüste. Die waren auch ziemlich lange unterwegs. In der Wüste, eben am Laufen. Und die haben gemurrt und dann ziemlich fest. Und nicht nur bei den Eltern, sondern auch bei Gott. Und nachdem dass sie immer wieder bei Gott gemurrt haben, war die Konsequenz, dass sie nicht direkt ins Land dürfen gehen, wo er ihnen versprochen hat, und mussten nochmal eine Zusatzschleife machen. Und daher könnte es sein, dass der Paulus sagt, meine lieben Freunde, murren, das ist gar keine gute Idee. Ihr habt es gesehen bei euren Vorfahren. Also murren nicht bei Gott. Das ist gar keine gute Idee. Und es gibt noch eine zweite Deutung, die mir ist nicht ganz schlüssig. Hat das Volk Israel in der Wüste gegen Gott gemurrt? Oder eher gegen ihre Leiter, gegen Mose und gegen Aaron? Und daher könnte so sein, dass der Paulus eher gemeint, nicht, dass sie bei Gott murren, sondern bei ihrer Gemeindeleitung. Und er ihnen will sagen, ob die Gemeindeleitung murren, ist gar keine gute Idee, weil auch die ist von Gott eingesetzt, ist von Gott gesegnet worden. Und so ist ein indirektes oder ein direktes Murren bei Gott keine gute Idee. Und das Gleiche ist auch beim Wort Zweifel. Ja, ich habe lieber Natur als Paprika, genau. Ja, auch dieser Begriff Zweifel ist im Alten Testament gebraucht worden, auch bei dem Volk Israel in der Wüste. Zu dieser Zeit hat man aber darunter noch etwas anderes verstanden, nämlich eine Auflehnung gegenüber Gott. Und als ich das zuerst mal in einem Kommentar gelesen habe, hat es mich schon ein bisschen geschudert, weil ich ertappe mich sehr oft nicht nur bei den Zweifeln, sondern auch bei meinen Zweifeln, die ich habe. Zum Beispiel, als ich an die Predigt habe, dachte ich, ja, kommt euch das überhaupt gut? Erzähle ich das Richtige? Habe ich das ausgelegt, was Gott uns hat sagen durch den Text? Und solche Gedanken kommen mir immer wieder auf. Und wenn das eine Auflehnung gegen Gott sein soll, dann habe ich schon noch ein kleines Problem. Und auf was ist der Paulus da dabei raus will, kann man leider nicht so genau nachvollziehen. Es kann sein, dass sie zweifelt haben, die Gemeinde in Philippi, an ihrem eigenen Weg, an Gott oder am Weg, wo Gott mit dem Paulus geht. Er ist zu dieser Zeit im Gefängnis. Und vielleicht haben sie auch an dem zweifelt, ob der Gott wirklich den richtigen Weg hat. Und darum kann man das nicht genau sagen. Aber etwas möchte ich euch sagen. Ja, für mich auch erkennen, Zweifeln, das kann wirklich eine Auflehnung gegen Gott sein. Aber wenn wir mit diesen Zweifeln offen zu Gott gehen, dann ist das sicher keine Auflehnung. Und er wird uns auch helfen, die Zweifeln können, beiseite zu schaffen und wieder vorwärts zu gehen. Wir werden, ich werde dann später noch über das etwas sagen. Und wie uns Vers 15 zeigen wird, hat der Paulus wirklich wollen, dass sie bei all dem immer wieder an das Volk Israel aus der Wüste denken. Bei dem Murren und bei dem Zweifeln ist es ihm eben wichtig gewesen, denkt zurück an eure Vorfahren. Weil dort steht Folgendes.
Damit ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt. Ja, mit dem Ausdruck «verdrehten und verkehrten Geschlechts» hat mir gerade sehr schnell ins Auge gestochen. Nimmt der Paulus Bezug auf eine Aussage aus dem 5. Buch Mose. Es geht also eben wieder um das Volk Israel. Und dort steht Folgendes. Es versündigte sich gegen ihn eine verkehrte und verdrehte Generation. Nicht seine Kinder sind sie, sondern ihr eigener Schandfleck. Das ist eine harte Aussage, die wir hier lesen, wo es eben wieder um das Volk Israel geht. Doch was ist mit diesem Ausdruck gemeint? Die Volksbibel, das ist so eine Bibel in anderen Jugendwörtern, das sagt nicht jedem zu, die sagen auch, es sei ein bisschen speziell ausgelegt. Die treffen es dort für mich mega gut auf den Punkt. Weil sie schreiben nämlich, eine total verdrehte und perverse Welt. Und aufs Mal geht es nicht mehr um ein Geschlecht, es geht nicht mehr um eine Generation, es geht um die Welt. Besser gesagt, um die Umwelt rund um Philippi. Und das ist auch das, was ich in meiner Wortstudie drauf komme. Es geht nicht um die Generation oder es geht darum, um die Umwelt dort, wo sich die Gemeinde hat, drinnen befunden. Doch was hätte der Paulus mit diesen zwei Begriffen gemeint, die am Anfang von diesem Vers stehen? Jetzt will ich das wieder einblenden. Tadellos und lauter. Die Begriffe, wie können sie anders sein, kommen aus dem Alten Testament. Und darum machen wir wieder einen Blick zurück. Und die Begriffe hat man dann gebraucht, für ein Opfertier zu beschreiben. Ich habe hier eins mitgenommen. Genau, tadellos und lauter mussten die Opfertiere sein. Also wirklich perfekt, für das man Gott hätte opfern können. Und unter diesen zwei Begriffen hat man Gott verstanden im geistlichen Sinn, wie sein Wesen ist. Und was da dabei auffällt, ist, dass der Paulus hier von einem «müssen sein» etwas, was sie machen müssen, zu einem «schon sein» wechselt. Er sagt ihnen, ihr, meine Freunde, ihr seid unbescholtene Kinder Gottes. Ja, das Wort klingt eher ein bisschen älter. Wird auch im Alten Testament gebraucht, auch für die Opfertiere. Also das Opfertier musste unbescholten sein. Und das Unbescholten, habe ich auch nachgeschaut, was das bedeutet. Und das heisst, einen untadeligen Ruf zu besitzen. Also eine weisse Weste, könnte man sagen. Er sagt ihnen, ihr seid Kind von Gott mit einer weissen Weste. Und dann möchte ich kurz einen Exkurs machen. Kind von Gott seid ihr alle hier. Egal, ob ihr es weht, ob ihr es wisst. Gott hat mich so gern, wie ihr seid. Und darum habe ich das Kinderfoto von mir mitgenommen. Für euch würde ich sagen, eben, Gott hat alle gleich gern. Wir sind alle seine Kinder. Und es beeindruckt mich immer wieder, wo ich manchmal mit denen denke, ja, Aber zurück zu dem, was der Paulus sagt. Er sagt, ihr seid Kind Gottes. Mit einem super Ruf in einer Welt oder eben in einer Umwelt, wo es drunter und drüber geht. Und auch so richtig pervers und dreckig ist. Und genau in dieser Welt sollt ihr leuchten wie Himmelslichter. Und auch bei dem Leuchten ist man sich nicht ganz einig, was jetzt da der Paulus damit meint. Und darum habe ich da drei Optionen mitgenommen. Sage ich dann, weil es von meiner Sicht aus die plausibelste ist. Leuchten wie die Weisen. Aber nicht wie die Weisen aus dem Morgenland, von Weihnachtsgeschichte, sondern wie die Weisen, die Gott erkannt hat. Lesen wir so im Alten Testament beim Daniel. Vielleicht meint der Paulus so, dass sie Jesus, der Gottesknecht, der als Licht von den Ungläubigen genannt wird, als Vorbild nehmen. Das können wir so im Jesaja lesen. Und das, was von mir aus ein bisschen am meisten Sinn macht, ist, dass der Paulus hier an einen Gedanken anknüpft, den Jesus am Volk weitergegeben hat, nämlich, dass wir alle das Licht der Welt sind. Oder dann zumal es eben sein. Und diesen Gedanken können wir in Matthäus nachlesen. Auffallen tut aber, dass egal welches Licht das jetzt da gemeint ist, dass es nicht nur um uns geht, aber gleich muss es bei uns in unserem Herz anfangen.
Und so kommen wir zum Vers 16 und dort lesen wir Folgendes. Indem ihr das Wort des Lebens festhaltet, mir als Grund zum Rühmen auf den Tag Christi, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, auch nicht vergeblich gearbeitet habe. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, wie kann man sich an einem Wort festhalten, das auch noch lebendig sein soll? Also ich habe noch nie ein Wort in freier Laufbahn gesehen, freier Wildlaufbahn gesehen. Genau, das mit dem lebendigen Wort, das hat mir schon noch ein bisschen so zu denken gegeben. Und hinter diesem Begriff steckt so viel mehr. Doch wenn wir das in der heutigen Zeit denken, das Wort vom Leben, dann denken wir als Christen sofort an die Bibel. Doch wenn wir dann auch daran denken, dass die Philipper zu dieser Zeit die Bibel noch gar nicht hatten, dann hatten die ein kleines Problem. Weil natürlich ist die Bibel voll mit Wörtern vom Leben. Sie redet ins Leben rein und steht uns als Quelle zur Verfügung. Der Brief ist aber 60 nach Christus geschrieben worden, wo das Alte Testament zwar schon da war, aber das Neue noch gar nicht vorhanden war. Und so haben sie höchstens ein paar Schriftrollen gehabt und ein paar Pergamente. Und an denen konnte sich gar nicht die ganze Gemeinde festhalten. Was meint also der Paulus mit dem Wort vom Leben? Damit meint er die lebendig verkündeten, lebendig angenommenen, im Herz bewegten Wort. Worte, die zu dieser Zeit nicht viel aufgeschrieben waren, sondern auswendig gelehrt wurden. Die haben das noch können. Und die waren im Herz verankert. Also die Bibel besteht eigentlich ziemlich nur aus Sachen, die auswendig gelehrt wurden und dann sind weitergegeben worden. Und mit dem Festheben ist nicht das Festheben gemeint, wie ich jetzt die Bibel in den Fingern habe, sondern das Festheben hier oben. Das Erinnern und Beobachten von einer liebgewonnenen Botschaft. Und zum Schluss von dem Vers gibt der Paulus noch einen von seinen Herzenswünschen weiter. Und mit dem möchte er sich nicht rühmen oder über die Gemeinde in Philippi drüber stellen. Er will sich nicht besser machen. Es geht ihm alleine um die Ehre Gottes da dabei. Und das stelle ich etwas Spannendes fest. Der Paulus und ich haben einen gleichen Herzenswunsch. 2000 Jahre liegen zwischen uns und uns ist das Gleiche geblieben. Ich würde jetzt bei den Weihnachtswünschen der Kinder nicht behaupten, dass die in diesen 2000 Jahren sind die gleichen geblieben. Aber bei uns zwei sind die identisch. Wie sehr wünsche ich es mir, dass mein Investieren, meine Arbeit nicht für nichts war. Und so geht es auch an Paulus. Er wünscht sich einfach die Gewissheit, dass an dem Tag, wenn Jesus wiederkommt, er nicht alles für Katz gemacht hat. Nicht alles für nichts war. Und dass er seine Freunde aus Philippi am Himmelstor wieder sehen darf. Falls nicht, würde das bedeuten, dass sie sich dieser Welt zugetragen haben, die so dreckig und pervers ist, und dem Evangelium so den Rücken getragen haben. Und das wollte er unbedingt vermeiden. Ihr habt jetzt Gedanken gehört, wie die Philipper das verleuchten sollen, wie die Sterne am Himmel. Doch wie sieht das heute aus? Dem werde ich mich jetzt noch widmen. Am Anfang meiner Predigt habe ich euch die Frage gestellt, was oder wer oder was leuchtet so hell wie die Sterne am Himmel. Und da hat er Sachen gesagt, wie die Scheinwerfer mir selber, was schon sehr nach an das herkommt, wo ich drauf raus will, die Sterne. Und ja, es sind eben die Superstars, es sind eigentlich alle Sachen, die in den Medien und in den Apps gepusht werden, die gross gemacht werden, dass wir gar nicht drum herumkommen und sie uns richtig anleuchten. Ich habe mir schon die Frage gestellt, ob ich mich jetzt noch muss drum tun, als Influencer oder als Sportler durchzustarten. Aber ich habe meinen Fokus doch anders gesetzt. Und ich glaube, das braucht es gar nicht. Denn der Paulus meint zwar schon die ganze Welt, die wir einnehmen sollen, aber wie gesagt, das muss in unserem Herzen anfangen. Aber er geht dort auch speziell auf die Region Philippi. Und dann habe ich mir überlegt, ja, muss jetzt hier in meiner Region im Emmental verleuchten? Und er hat gemerkt, ja, das Emmental ist immer noch recht gross.
Darum fange ich doch gescheiter mal bei meinen Nachbarn, bei meinen Freunden an, mit dem Leuchten. Und von dort kann es dann immer noch weitergehen ins Emmental und dann in die Schweiz und dann in die ganze Welt. Wäre mal meine Traumvorstellung. Und so ist die logische Frage, wie kann ich denn leuchten unter meinen Freunden? Und dabei gehen wir noch zurück in den Bibeltext, weil der Paulus gibt 3 Tipps, wie man da das anstellen kann. Ohne zu murren. Heisst doch mal, etwas zu machen, das einem ein bisschen anschnäckelt. Und das erlebe ich auch ab und zu wieder, dass mich etwas anschnäckelt. Und mir Gott sagt so, wenn es mal nachher ein Shootmatch von deinem Kollegen zu schauen. Und Shooten ist jetzt nicht meine Lieblingssportart. Und wie tiefer unter der Liga ist, wird es nicht interessanter. Und meistens, wenn ich gehe, ist das Wetter auch nicht mega schön. Und gleich gehe ich und merke wirklich, wie das Murren nichts bringt und mein Kollege noch mehr Freude hat, als ich mir vorstellen kann, dass ich wieder mal ein Match schaue. Und darum einfach mal etwas machen, ohne zu murren. Und ich gehe jetzt auch wirklich gerne wandern, also wenn jemand mal mitkommen will. Ich bin nicht mehr der Murrer von früher beim Wandern, also meldet mich. Ja, und der zweite Tipp. Ohne Zweifeln, nicht ohne Zweifel, das habe ich ja nie gesagt. Ohne Zweifeln. Und Zweifeln, das ist absolut menschlich. Doch der Umgang damit, der kann göttlich werden. Manchmal haben wir als Christen die Überzeugung, ja, man darf nicht zweifeln als Christ. Aber ich glaube, wir dürfen auch Zweifeln haben. Das ist ganz etwas Menschliches, wie gesagt. Aber eben, wenn wir mit unseren Zweifeln nicht bei uns bleiben, sondern die vor Gott bringen, kann er uns nicht über die Zweifeln nur hinweghelfen. Er macht uns auch stärker daraus. Und wenn das unsere Freunde merken, Zweifeln haben, ist halb so wild, wenn man damit offen zu Gott geht und darüber redet. Und dann habe ich mir überlegt, ja, wenn ich nicht das letzte Mal Zweifel hatte, die Predigt ist ein gutes Beispiel, aber ja, lange Zweifel hatte, ist es der richtige Ort, hier vorne zu stehen. Wäre ich nicht gescheiter, dort, wo ich vorher gearbeitet habe, besser versorgt gewesen. Und durch Erlebnis, durch meine erste Predigt, durch diese Predigt jetzt, darf ich immer wieder erleben, dass man mir auf die Schulter klopft und sagt, oh, das ist genau das, was du machen musst. Und ja, so wollte ich euch ermutigen, probiere es anzugehen mit weniger Zweifeln. Und die Zweifel oder Hate bringen die vor Gott. Weil er lässt nicht zu und er ist auch nicht böse, wenn er Zweifel hat, wo ihr mit dem darüber reden könnt. Und das Dritte, indem wir am Wort vom Leben festhalten. Und dabei geht es, wie gesagt, nicht nur um den Schunken hier. Es ist ein mega Privileg, eine Bibel daheim zu haben. Und ich nehme mir wirklich vor, jeden Tag drinnen zu lesen und dadurch auch zu ermutigt werden. Aber wir können Worte vom Leben auch durch eine Predigt, durch ein prophetisches Reden oder durch andere Sachen bekommen. Und auch diese Sachen können uns weiterbringen und uns ermutigen. Und auch an denen lohnt es sich, festzuhalten. Nicht so festzuhalten, sondern hier oben. Und darum schreibt nach solche Sachen auf. Also ich muss mir das einmal aufschreiben, sonst habe ich es meistens am Montag wieder vergessen. Genau, schreibt es nach auf, dass es euch immer wieder ermutigen kann. Und mit diesen Tipps bekommt ihr eine Kraft, die euch zum Leuchten bringt. Doch meint der Paulus so ein Leuchten wie jetzt hier die Lampe? Die leuchtet. Oder meint ihr echt so ein Erleuchten wie ein Engel? Und wenn ich so in die Runde schaue, blende ich auch nicht so fest, dass ihr da mir nicht mehr anschauen könnt. Und ein Lämpchen oben drauf habe ich jetzt, glaube ich, auch nicht. Und darum komme ich zum Entschluss, dass Paulus auch nicht das Leuchten meint, was wir uns da vielleicht vorstellen. Ich glaube, er meint ein Rausstechen aus der Masse. Dass wir in dieser Welt, die so viel nicht so läuft, wie es sollte, dass wir mit der Hoffnung rausstechen können, die wir im Leben haben. Und wie geht es mir persönlich mit dem? Ja, in dieser Zeit, wo viele immer noch als Krise betiteln, versuche ich, als Licht rauszustechen. Und eben nicht als Sonnenlicht, sondern ich möchte mit meinem Denken und meinem Verhalten zeigen, dass ich anders bin. Dass ich etwas habe, das mir niemand wegnehmen kann. Kein Virus kann mir
mein Glauben wegnehmen. Und dabei möchte ich aber auch sagen, manchmal murre ich, manchmal zweifle ich und manchmal habe ich auch zu fest etwas um mich herum, das mich ablenkt von dem Wort vom Leben. Aber trotzdem weiss ich immer wieder, dass ich einen Unterschied machen kann. Weil ich schon weiss, auf was ich mich Halt finden kann und mich darauf verlassen kann. Und so unterscheide ich mich von den anderen. Und wir haben eine Zusage, es steht hier drin, ein Wort, das für immer bleibt. Und darum möchte ich euch ermutigen, lebt nicht so, wie es alle um uns herum machen und sagen, dass man es sollte, sondern lebt so, wie es Jesus uns in der Bibel vorgemacht hat. Probiert es zu machen mit weniger Murren, weniger Zweifeln und versucht, am Wort vom Leben festzuhalten. Und wenn die Menschen merken, dass ihr nicht mit dem Strom geht, dass ihr auch mal gegen Strom geht, dann werden sie einfach merken, dass ihr anders seid. Aber nicht anders komisch, sondern anders im Sinn vom Leuchten. Und so wünsche ich euch, dass ihr ruhig anders sein dürft als der Rest. Dass ihr eben charismatisch sein dürft. Dass ihr Leute sein dürft, die rausstechen. Wo die Leute sagen, das ist jetzt noch ein charismatischer Typ. Und das auch im positiven Sinn meinen. Und dass ihr euch die Worte von Paulus, die ich euch vorgelesen habe, wirklich dürft zum Herzen nehmen und in eurem Alltag dürft verleuchten wie die Sterne am Himmel. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Seid gesegnet.